ganz herzlich willkommen zu meinem Podcast, meinem Herzstück Liebe lässt frei. Mein Name ist Livia. Liebe lässt frei, weil mit Liebe meine ich die Essenz, aus der wir alle bestehen. Weil aus meiner Perspektive alles letztlich Liebe ist. Und das, was eben nicht so schön ist, hier, was wir als nicht schön empfinden, die Dualität ist das, was vergessen hat, dass es Liebe ist, aber in seiner Essenz doch auch Liebe und Licht ist. Ich, wie gesagt, bin Livia und möchte mit meinem ganzen Sein, das, was ich tue, egal ob es gerade Coaching ist, 1:1, Gruppencoaching, Healing Sessions, Massage oder Kunst wie Musik, Tanz, Schauspiel. Für mich geht es immer darum, schlussendlich zu erinnern, zu inspirieren, dass die Menschen wieder darauf vertrauen, dass sie wirklich jede Antwort, die sie suchen, letztendlich in sich drin finden, wenn sie auf ihr Herz hören. Und das haben wir halt einfach verlernt, weil wir so oft immer auf den Verstand hören. Aber der Verstand und das Denken, das kann nicht begreifen, was es heißt, bewusst zu sein, Bewusstsein einzuladen, weil das viel mehr ist. Das ist wie eine Schicht über dem Denken, weil das Denken der Fokus ist, damit du in eine Richtung gehen kannst, klar sein kannst, dich entscheiden kannst für etwas. Und diese Entscheidung eben bereits, was möchte ich, wer bin ich, was sind meine Werte, die fallen uns schon so schwer. Deshalb fallen wir immer wieder in die Angst und haben immer wieder Dramen, haben immer wieder Opfermuster, Opferrollen, Dinge, die sich so schwer anfühlen. Und ja, darüber möchte ich heute mit dir sprechen, was ich für Erkenntnisse habe, hatte und was ich denke, kann dir, wenn du gerade dich gerufen fühlst, das hier zu hören, helfen kann, egal wo du gerade stehst, in einem privaten Umfeld, in einem privaten Leben oder und halt auch mit der aktuellen Weltsituation, weil für mich halt immer alles im Zusammenhang und es ist nicht irgendwas getrennt, es ist alles, ja, ein Spiegel voneinander, ne? Ja, that's it. Alright, dann würde ich sagen, legen wir los. Ich freue mich mit dir durch diesen Podcast zu reisen. Bis gleich. Ich war bereits als Kind sehr sensibel, wahrscheinlich auch hochsensibel und hatte eine durch meinen schwerbehinderten Bruder eine sehr herausfordernde Kindheit, würde ich mal so sagen, weil der Lautstärkepegel sehr hoch war und ich somit schon als kleines Kind sehr konfrontiert war mit, ja, halt ein bisschen außerordentlichen Situationen. Und zum einen habe ich gemerkt, hat mir diese feinstoffliche Sicht, die ich da schon hatte, aber vielmehr mit dem Gefühl geholfen, beispielsweise wie, das nennt man ja auch Trance, abzutauchen, wenn es zu laut war und einfach gar nichts mitzubekommen, aber irgendwann dann halt auch zuzumachen und wie aus dem Körper so ein bisschen raus, also in die anderen feinstofflichen Ebenen zu gehen und gar nicht richtig so geerdet zu sein. Das heißt, ich war halt auch nicht voll als Mensch, wie soll ich das sagen, ich war einer dieser Menschen, bei denen die oberen Chakren sehr aktiv waren und die unteren Chakren weniger. In der Kindheit, wie es natürlich auch sein musste, war ich viel im Wald, klettern, voll in der Natur. Aber mit unserem Schulsystem fehlt das. Dann hat es irgendwann gefehlt, dieses Intuitive, weil wir da schon trainiert wurden. Kopf, 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 Verstand, 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 System, System, System. Und das ganze Feinstoffliche wurde dann ja abtrainiert. Und wenn du diesen Podcast hier schaust, wirst du dich da sehr wahrscheinlich in irgendeiner Form wiederfinden. Ja, weil ein großer Teil meines Publikums auch auf Instagram halt, ja, genau auch so sind und auch solche Erfahrungen haben oder hatten oder sich jetzt auch wieder die Kanäle öffnen. Und deshalb möchte ich da so gern offen drüber sprechen, weil ich selber auch die Erfahrung gemacht habe vor 2 Jahren, glaube ich, mittlerweile, wie sich wieder die Kanäle geöffnet haben, die sich als Kind zugemacht, ja, so da in dieser Reise, Ausbildung und so zugemacht haben und wie, dann fühlt man sich einfach wie so abgeschnitten. Vielleicht kennst du dieses Gefühl, du lebst zwar, aber du bist halt nie ganz präsent, du bist nie ganz im Hier und Jetzt, plus dich plagen immer wieder Ängste, wie was denken die über mich oder was wird passieren, wenn oder was, dies, jenes.
aber du bist wie gar nicht richtig da. Und das ist dann der Moment, wo ich dann so beobachtet habe, dass die Menschen sich dann halt betäuben, indem sie konsumieren. Zum Beispiel, ja, wir sehen es ja, jeder ist immer am Handy, Filme schauen, gamen, in den Ausgang gehen und so. Das ist eine Art Betäubung, weil wir dieses Präsenzsein erstens nicht können und nicht aushalten. Ja, und das ist auch der Grund, warum wir so, wir können das heute beobachten, also übrigens, by the way, wenn ich sage, das ist der Grund, ist das so meine Perspektive, meine Wahrnehmung, meine Wahrheit. Und bei allem, was ich sage, ne, darfst du fühlen, ob das mit dir auch resoniert. Ja, aber ist mein Flow, meine Sprache. Das ist der Grund, warum wir heute auch aus meiner Perspektive ein Großteil der Menschen sich manipulieren lässt. Also voll auf diese Angst einsteigt und sich dann halt auch davon sehr beeinflussen lässt. If you know what I mean. Und ich habe ja schon mal angekündigt, dass ich gerne auch nochmal über das aktuelle Thema spreche, weil ich wie eine neue Perspektive habe, weil ich in der Zwischenzeit, klar, es ist, ich habe auf Facebook und Instagram auch ein Video veröffentlicht, weil es mich gerade selber tangiert, das ganze Thema, was wir gerade so haben. Aber ich habe eine andere Perspektive, ich habe viel größeres Urvertrauen jetzt, viel mehr dieses Fühlen, dass es trotzdem alles gut ist, wie es ist, weil immer mehr Menschen dadurch aufwachen, weil immer mehr Menschen dadurch merken, Moment, ich habe Angst, das geht nicht mehr, ich möchte keine Angst mehr haben. Wie komme ich in mein Inneres? Und genau das ist ja auch der Schlüssel meiner Meinung nach, egal worum es geht im Leben, dass du in dein Inneres kommst und beginnst wieder zu fühlen, weil wir haben dieses Fühlen so sehr verlernt, zu fühlen und zu hören auf unsere Organe. Ich meine, jeder kennt das Bauchgefühl, wenn der Bauch sich zusammenzieht oder wenn du rot wirst am Kopf oder irgendwas zu einer Art Alarm da ist oder dein Herz pocht. Ne? Und das ist, naja, wir hören nicht mehr auf unser Gefühl, wir vertrauen dem nicht mehr. Dein Herz ist so direkt verbunden mit deiner Seele, das ist deine Essenz. Und das hat immer ganz klar, das ist im Prinzip immer ganz genau, was die Antwort ist auf deine Frage. Nur hören wir auf diese Stimme nicht, weil es dann, das, was wir manchmal hören, Mut braucht oder eben auch wieder Angst macht, weil es bedeuten würde, zu springen, also sich verletzlich zu zeigen und zu seiner Wahrheit zu stehen. Und das wiederum würde bedeuten, dass man sich wirklich mit sich auseinandersetzen müsste und verstehen müsste, wer bin ich eigentlich? Lebe ich gerade mein Leben oder lebe ich das Leben im System, in der Matrix oder lebe ich das Leben für andere? Ja, und je mehr du in diese Reise gehst, das erfahre ich gerade selber für mich, und dann merkst dadurch auch, dass sich deine Wahrnehmung verändert und du wie mehr spürst. Irgendwie, ich glaube, gibt es da mehr, als ich in der Schule gelernt habe. Ich glaube, da gibt es tatsächlich noch eine geistige Ebene und wie auch immer das für dich stimmig ist. Aus meiner Wahrnehmung ist es halt einfach so, dass wir glauben, weil wir nur das sehen, das Größte, was existiert, ist das, was wir anfassen können, das Materielle, was wir beweisen können sozusagen. Aber im Prinzip ist ja alles Energie. Ne? Alles besteht aus Licht, aus Nichts. Das viel mehr ist, kannst du nicht fassen. Nur schon dieses Gefühl, die Wahrnehmung, die Emotionen. Wenn du mit zwei Menschen zu zweit im Raum bist, die haben eine tolle Stimmung und dann kommt jemand rein und bäm, ist die Stimmung am Arsch. Das kann man nicht fassen. Und das ist aber das, was unser Leben kreiert. Weil trotz allem handeln wir doch immer aus dem Gefühl raus, aber erklären unsere Handlungen meist immer erst danach, im Nachhinein, weil unser Verstand dann versucht zu erklären, warum, weshalb, zu analysieren. Aber wenn du dann beginnst, wirklich deine Weisheit einzuladen, weil du bist ja eine Seele, die hier inkarniert ist, mit wahrscheinlich auch mehreren Leben, und dir erlaubst, es zu öffnen, dann bekommt der Verstand Schiss, weil er das, wie gesagt, nicht greifen kann. Er kann es nicht erklären, muss er aber auch nicht, weil der Verstand meint, es gibt Sicherheit, der Verstand meint, es gibt Kontrolle, der Verstand denkt,
Er kann durch die Analyse dein Leben kontrollieren. Aber das ist eine Illusion, weil Sicherheit ist eine Illusion und Kontrolle geht eh nicht. Weil wenn du kontrollierst, hast du einen Widerstand und dann ist ja nichts im Fluss. Die Natur lebt es so schön vor. Alles ist im Fluss, alles fließt, es lebt, es stirbt, es wird neu geboren. Da ist keine Kontrolle. Das ist das, was dafür sorgt, dass Emotionen in unserem Körper stecken bleiben und wir dann krank werden. Weil wir nicht auf die Emotionen hören und nicht auf unser Herz hören. Ja? Und wenn du, ja, also, wenn du in diesen mehr, vermehrt nicht im Jetzt lebst, sondern immer, was war gestern, was wird morgen sein, dann hast du immer mehr das Gefühl, dass das Leben einfach passiert und dass du Opfer vom Leben bist. Ne? Aber je mehr du erkennst, wow, ich kann tatsächlich entscheiden, was ich denke, wie ich denke, was für Gedanken ich empfange und wie ich mich fühlen möchte. Ich bin gar nicht Opfer meiner Gedanken. Ich bin gar nicht Opfer meines Gedankenstroms, weil ich habe Tools, um ins Hier und Jetzt zurückgekommen zu kommen. Und hier, das finde ich so eine wichtige Passage jetzt. Wenn du es schaffst, wirklich mehr im Hier und Jetzt zu sein, dann wirst du merken, jedes Mal, wenn du es schaffst, im Hier und Jetzt zu sein, auch wenn es am Anfang nur ein paar Sekunden sind, dann fühlst du keine Angst. Dann bist du in deiner Kraft. Dann bist du Liebe. Dann bist du Kraft und Liebe, Weiblichkeit und Männlichkeit und spürst schon ein bisschen, was es heißt, Schöpfer zu sein deines Lebens. Und in dieser Klarheit spürst du mehr von dir. Wer bist du? Was möchtest du? Was wünschst du dir? Was glaubst du zu brauchen, um dich wertvoll zu fühlen? Und was wünschst du dir, weil du weißt, du darfst das, weil du hier bist, um Liebe ja, auszudrücken. Ne? Und das ist auch, dass du nicht Angst haben musst, etwas zu kreieren, zu tun auf der Erde, weil es dein Ego wäre, sondern weil du in dieser Präsenz einfach Freude hast, Herzen zu berühren, in der Art und Weise, wie du bist, was du gerne tust, weil du dann, wenn du selber bist, automatisch im Fluss des Lebens bist und dann plötzlich merkst, wie alles so ganz seltsam synchron wird, wie du dann plötzlich auf deinen Seelenweg kommst und plötzlich alles leicht wird, wenn du dir aber auch erlaubst, dass es leicht sein darf, weil du ziehst an, was du denkst, was du glaubst. Ja? Deshalb ist es so wichtig, dass du Klarheit bekommst über deine Werte. Was ist dir wichtig im Leben? Was möchtest du fühlen? Und hier sind wir beim Fühlen angelangt. Das mache ich in letzter Zeit immer wieder. Immer wenn ich irgendeine Situation erlebe oder mit einem Menschen in Kontakt bin, und dann merke irgendwie, da kommt eine Angst hoch. Ich weiß nicht so recht. Oh mein Gott, ich komme aus dem Jetzt raus. Dann nehme ich mein Journal, gehe in mich, gehe ins Jetzt, meditiere oder so und schreibe mir auf, wie möchte ich mich fühlen? Wie möchte ich mich fühlen? Und zwar nicht angehaftet an zum Beispiel eine bestimmte Person, sondern einfach, was möchte ich fühlen? Und dadurch erlaube ich dem Universum der Magie des Universums, der Magie deiner Schöpferkraft, dass das in Leichtigkeit zu dir fließen kann, weil du vertraust, weil du nicht anhaftest, weil du nicht an Erwartungshaltungen anhaftest und knüpfst. Und deshalb ist das auch so wichtig, dass du, das braucht halt auch Mut zu sagen, okay, das ist meine Wahrheit, ich stehe zu der Wahrheit. Und das muss man auch üben. Da bin ich gerade sehr im Prozess und es fällt mir immer einfacher, aber ich merke, je mehr ich meine Wahrheit spreche und zu meiner Wahrheit stehe, umso mehr bekommen Lektionen vom Universum, wo ich das direkt üben kann. Schaffe ich es, alles in Liebe zu sehen? Schaffe ich es, zu meiner Wahrheit zu stehen? Und wenn zum Beispiel jemand kommt und sagt, du spinnst oder keine Ahnung, ich finde deine Meinung blöd und ich meine, aktuell können wir das alle wunderbar üben mit der aktuellen Weltsituation, weil jeder hat eine andere Meinung, ne? Und was ich da, by the way, gerade für mich lerne, ist wirklich alles anzunehmen. Ich habe meine Meinung, aber jeder andere ist auch in Ordnung, weil es für mich gar keine ultimative Wahrheit gibt. Klar gibt es immer mal wieder Trigger, aber wenn du es schaffst, Trigger zu erkennen, wenn dich was nervt, dann merkst du ja, wo du da noch wieder in Angstmuster verfällst. Aber egal, ob es gerade die aktuelle Situation ist oder sonst was im Leben, wenn du es schaffst zu sehen, okay, wow, Moment, die Person triggert mich gerade, weil sie ihre Wahrheit an mich heranwirft
Und mich triggert das, weil ich auch diese Klarheit haben möchte und die lebt mir gerade vor, wie sie voll dazu steht und ich gerade nicht, deshalb triggert es mich. Und wenn du all diese Muster, was halt gerade bei dir abgeht, du erkennst, dann kannst du mehr im Frieden und in der Leichtigkeit, in der Liebe sein und einfach sagen, klar, das fühle ich, das ist meine Wahrheit. Und es ist sicher, mich und meine Wahrheit zu leben. Und ich sehe dich und deine Wahrheit ist okay. Es stimmt zwar nicht für mich, es ist nicht meine Wahrheit, aber ich sehe und akzeptiere dich in deiner Wahrheit und ich möchte da gar keine Energie reinfließen lassen. Gerade sowieso, wenn wir zur aktuellen Weltsituation kommen. Was ich nicht mache, ist zu diskutieren, weil das ist unnötig für mich. Es ist für mich gerade in meinem aktuellen Weltbild verschwendete Energie, weil ich nicht mehr so sehr auf Logik, also so, das kann man beweisen, dies, jenes gehe, sondern weil ich mein Leben schon immer auch schon als Kind so intuitiv lebe, das, was ich fühle und damit auch immer, zum Beispiel, wenn ich mit Menschen eins zu eins arbeite, das ist ja meine Stärke, dass ich so alles wahrnehme, holistisch, so ganzheitlich, dass ich dann auch immer die Punkte antriggere sozusagen, in Liebe, ganz achtsam, egal ob es geistig, psychisch, seelisch oder wenn jemand zu mir kommt, körperlich, wo dann auch ein Heilraum geöffnet werden kann und der Mensch dann nicht, also dann, wenn er sich wohlfühlt und selber diesen Spiegel hat, ich bin richtig, dann auch Tränen fließen dürfen von dem Loslassprozess. Ja, und deshalb, um den Kreis jetzt zu schließen, ich möchte mich mit dich mit dieser Sprache inspirieren, weil ich das selber so jetzt immer mehr wahrnehme und spüre, dass du klar sein darfst, dass du zu dir stehen darfst, ganz egal, was du glaubst. Und wenn du eben immer mehr zu dir stehst, dann stört dich immer weniger, wenn jemand anderes eine andere Wahrheit hat. Und in zwischenmenschlichen Beziehungen ist sowas dann wie noch eine höhere Schule, weil du dann erstens verletzlicher bist, dich verletzlicher zeigst und dann eben auch noch tiefere Muster kommen und die Verlustangst wieder mitspielt. Ne? Das ist, je nachdem kannst du mal beobachten, in den einen Situationen bist du selbstbewusster, kannst es viel besser und in anderen, sobald wirklich es um deine Essenz geht, um deine tiefe innere Heilung, dann wird es wieder schwer, dann merkst du, wow, crazy, da kommen wieder alte Muster hoch. Ja, guck mal, da hast du dies und jenes unbewusst, hast du reagiert. Und darum geht's ja. Wenn wir nicht im Jetzt sind, dann fangen wir an zu reagieren und automatisiert zu handeln. Und wenn du halt mehr im Jetzt bist, dann kannst du immer mehr intuitiv und geführt handeln und sein. Und aus dem Moment raus kreieren, sein, ne? Und dich auch halten, also Ängste erkennen und dich nicht von den Ängsten leiten zu lassen, sondern zu sagen, wow, da ist eine Angst, ich sehe sie. Weil wenn du gerade nicht in dieser Ebene bist, des Bewusstseins, des Jetzt, dann, wenn eine Angst kommt, dann bist du so, oh mein Gott, da ist eine Angst, ich bin die Angst. Du identifizierst dich mit der Angst, du identifizierst dich mit den Gedanken. Und wenn du aber schaffst, im Jetzt zu sein, dann kannst du so, danke Angst, dass du dich zeigst. Du bist eine Manifestation aus der Vergangenheit, aber jetzt habe ich die Möglichkeit zu entscheiden und ich entscheide mich jetzt, dies, jenes zu fühlen. Ich entscheide mich, das loszulassen. Und das ist, was dein Leben verändert, was dafür sorgt, dass du beginnst, dein Glaubensmuster umzuprogrammieren. Ja? Und deine Wahrheit zu leben, auf deiner Schwingungsfrequenz zu sein, auf der du eben leben möchtest. Und Angst kommt oft dann hoch, wenn du dich nicht entscheidest, egal um welches Thema es geht. Weil dann bist du in der Schwebe, immer wenn du dich nicht für etwas entscheidest, weil du wie so in dir nicht spürst, oh mein Gott, was soll ich? Und dann kommen wieder Ängste, wenn ich das mache, passiert das, wenn ich das mache, passiert das. Dann bist du in der Schwebe. Wenn du es schaffst, in dem Moment auch ins Jetzt zu kommen und zu fühlen, was sagt dir mein Körper, ne? Und hier wieder, um den Kreis vom Anfang zu schließen, dir erlaubst, voll in den Körper zu kommen, zu sagen, ich liebe es, Mensch zu sein. Ich liebe es, hier zu sein. Ich bin genau jetzt hier inkarniert, weil das richtig ist mit meinen Gaben, alles, was ich bin. Dann bist du richtig kraftvoll, weil dann nutzt du all deine Chakren, deine unteren Chakren, deine oberen Chakren und du kommst, ja, du lebst dich vollständig mit all den Energiefrequenzen, den Schlüssel, die du in dir trägst, ganz individuell, die man ja auch im Human Design nachschauen kann und reinfühlen kann, was für Zentren bringst du mit.
Und ich habe das zu Beginn gesagt mit, ich glaube, ich habe sowas gesagt wie, dass ich gar nicht richtig da war als Kind, weil ich wie geflüchtet bin, meine Seele, weil oft, also Kinder, die können sich ja viel mehr erinnern, von wo sie kommen. Ne? Wir Erwachsene haben das immer mehr vergessen, beziehungsweise können uns auch wieder daran erinnern und unserer Seele sagen, hey du, ich weiß, du kommst von dem Ort, wo alles einfach und Licht und Liebe war, aber wir sind jetzt hier und wir schaffen das, weil wir tragen diese Weisheit in uns, aber um diese Weisheit auch in die Welt zu tragen, müssen wir den Mut haben, klar zu sein und unsere Wahrheit zu leben, zu uns zu stehen. Und das ist letztlich, was auch glücklich macht. Zwar gehst du immer wieder aus deiner Komfortzone raus und das sorgt auch dafür, dass du immer wieder Ängste hast, aber das ist auch ein schönes Zeichen, das heißt, du entwickelst dich, du wächst, du lernst dich selber wieder richtig kennen, wer du eigentlich bist. Ja, und wie gesagt, meine Zuschauer sind meist selber sehr sensibel oder fühlen sich hingezogen zu all diesen Thematiken. Klar, sonst wärst du ja nicht hier. Fühlen mir, nehmen mir wahr, sind vielleicht Medium, sind vielleicht Kanal. Nur habe ich für mich gemerkt, deshalb mache ich ja auch gerade mehr zu dieser Thematik. Ich mache ja gerade einen Workshop. Also falls du das jetzt zu dem Zeitpunkt schaust, du kannst durch reinspringen. Bis Sonntag, ich schreibe es in die Beschreibung rein mit einem Rabattcode noch und danach zum vollständigen Preis mache ich einen 5-wöchigen Workshop für alle, die merken, wow, ich fühle mich, bin ich verrückt oder doch nicht oder wie kann ich damit umgehen, wie kann ich meine Spiritualität vertrauen, wie kann ich meine Selbstheilungskraft aktivieren und wie kann ich auch, wenn ich das möchte, verstehen, wenn ich mehr fühle, wenn ich mehr wahrnehme, wenn ich Seelen fühle, wahrnehme, was auch immer deine Gaben sind. Wie kann ich trotzdem im Körper sozusagen bleiben und mein Körper ist ja der Tempel meiner Seele und das ist ein Geschenk, das ist ein Wunder, dass du hier in diesem Körper bist. Und dafür musst du aber das Menschliche meistern, also die Persönlichkeitsentwicklung, deine Gefühle verstehen, deine Gedanken verstehen, dass das eben nicht du bist, sondern dass das deine Werkzeuge sind. Und wie du das lernst, wenn du das übrigens selber machen möchtest, lege ich dir mein Buch ans Herz, weil das ist die Self-Coaching-Maschine, wo du das alles zack, zack, zack lernen kannst, um dann dich auch sicher zu fühlen, wenn du plötzlich mehr wahrnimmst. Weil bei mir war das auch so, das ging zack auf. Und wenn ich damals nicht schon Persönlichkeitsentwicklung gemacht hätte, wäre ich einfach total am Arsch gewesen. Deshalb ist mir das so wichtig, so Workshops zu machen, dass sich die Menschen austauschen können, damit sie nicht alleine sind und denken, ich werde doch verrückt. Ja, weil in der Gruppe, die wir gerade haben, es ist so schön zu sehen, dass sie sind so dankbar, sich austauschen zu können über die Wahrnehmungen, die Außersinnlichen, die sie haben und merken, wow, ich bin nicht alleine. Denen geht es ja genauso wie mir. Ja, und das ist so wichtig, sich zu connecten, weil wenn du das schaust und dich gerufen fühlst, bist du auch hier, um deinen Heilkanal zu erwecken. Also erstmal für dich selber und dann aber einfach mit deinem Sein Heilung, Heilfrequenz auszuströmen. Einfach mit deiner Haltung, deiner Klarheit. Weil aus dem Hier und Jetzt, weil du ja ursprünglich, wir alle Menschen, Liebe sind. Und wenn wir das schaffen, uns wieder daran zu erinnern, das zu halten, dann strömen wir automatisch Harmonie aus. Erstmal für dein Leben, also für unser Leben. Und dann nach und nach auch für das Umfeld. Ja, weil es einfach dann inspirierend bist, weil du es nun vorlebst, weil du es für dich lebst, vorlebst und inspirierst. Und deine Wahrheit liebst. Es geht nicht darum zu sagen, eine Wahrheit ist die richtige. Das gibt's nicht. Jeder Mensch hat eine eigene Wahrheit, je nachdem, was er halt gerade für ein Leben hatte, was er gelernt und erkannt hat. Und das ist schön so, weil das, was du glaubst, manifestierst du, weil du der Schöpfer bist. Wenn du an Karma glaubst, dann existiert Karma für dich, weil du als Schöpfer dem Karma-Gesetz Energie gibst. Wenn du aber sagst, für mich stimmt es nicht, für mich gibt es dieses Gesetz nicht, gibt es das nicht. Weil du das nicht, dem keine Energie gibst, weil du tatsächlich Schöpfer bist. Aber davor haben wir eben Angst, Schöpfer zu sein. Deshalb auch, ja, reagieren die meisten Menschen, lassen sich halt manipulieren, weil es ihnen unbewusst, auch wenn sie immer wieder in Opferrolle sind und sich wünschen, es würde alles so schnell vorbei sein, dass ihnen doch zugutekommt, weil es einfacher ist, nicht klar zu sein, einfacher ist, zu befolgen und nicht selber entscheiden zu müssen, weil das braucht Mut, es braucht so viel Mut. Hinzuschauen, wer du wirklich bist, ja? Genau, alright. Ich hoffe, dieser Podcast hat dich inspiriert. Das wollte raus, mehr möchte gerade nicht kommen.
Und wenn du mit mir arbeiten möchtest, ganz tief mit meiner Energiefrequenz, präsent mit mir, dann eben der Workshop Claim Your Magic, wo es darum geht, was ich vorher angeteasert habe. Du kannst auch genau nachlesen, worum es geht. Die Aktivierung deiner, ja, wo du dich reaktivierst, dein inneres Wissen, deine Weisheit, startet am 13. Januar 2022 für 5 Wochen. Ansonsten mein Buch. Wenn du 1:1 mit mir arbeiten möchtest, kannst du das auf der Website nachschauen und da können wir ein Kennenlerngespräch machen, um zu gucken, ob wir resonieren. Und wenn du Fragen an mich hast, wenn du denkst, oh, was denken wir darüber oder ich weiß nicht so recht oder so, dann ist zum Beispiel die Orakel 1:1 Session gut, weil da erhöhe ich meine Frequenz, gehe in den Channeling-Kanal, nutze Karten, verbinde mich mit dir und du kannst jede Frage stellen, die du möchtest. Und es ist nicht so ein und das ist die Antwort, sondern ich mache das immer, egal wo, wie du mit mir arbeitest, dass du am Ende dich stark fühlst und weißt, wow, ich habe hier die Antwort in mir drin, ich fühle mich wieder, darum geht es, dass du dir vertrauen lernst, ja, genau, und ansonsten schau einfach auf meiner Website, was ich für Angebote habe, wenn du nicht zurecht weißt, was gerade zu dir passt, frag mich, so gerne und ich freue mich natürlich immer, wenn ich live mit euch reisen darf, ne? Wenn ich gerade einen Workshop oder sowas mache, ein Gruppencoaching, Reclaim Your Power, was gerade war, vielleicht wiederkommt, ja, alright, also ihr Lieben, danke, dass du dir Zeit genommen hast, von Herzen, deine Livia.